So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Das Bild sollte da sein. Heute geht es etwas ruhiger zu als gestern, obwohl heute der dreifache Hexensabbat stattfindet, also der dreifache Verfallstag beim DAX, bei Aktienoptionen und bei den Futures. So konnte der DAX heute mit einem größeren Gap eröffnen und bewegt sich aktuell eben über dieser damaligen Kaufmarke von Anfang der Woche. Also auf Schlusskursbasis, auf Tagesschlussbasis hätte dieses Setup jetzt gehalten und man würde im Gewinn liegen. Allerdings wurde ja hier der Stopp, erstmal war das Kauflimit dann weiter tiefer wegen einem Gap und wegen diesem Gap wurde dann die Position im Minus geschlossen. So, gestern eben auch im Video besprochen, dass es morgen dann Richtung 9.700 Punkte gehen kann und eventuell dann eben auch sogar direkt bis 9.800 Punkte. Bislang war eben allerdings bei 9.700 Punkten Schluss. Die US-Futures liegen bei plus minus null, da gibt es aktuell keine größere Tendenz. Am Forex-Markt, da gibt es ja einige Setups. Australische Dollar, neuseeländischer Dollar liegt hier leicht im Minus. Der Stopp konnte gehalten oder hat gehalten. Britische Pfund, australischer Dollar, touchiert hier zweimal die Stop-Buy-Marke, ist aber direkt eine Stop-Buy-Marke, die nicht auf Schlusskursbasis als Bedingung erfüllt sein muss. Hier wurde im Text vorher erwähnt, dass man hier den Stopp etwa hier nachziehen könnte. Allerdings eben hier würde man jetzt nur ausgestoppt, falls dann ein Schlusskurs unter diesem Rainbow-Indikator stattfindet. Also direkt würde ich nicht ein Touchieren darf es jederzeit geben. Allerdings wäre jetzt hier, um da nicht wirklich auch unglücklich ausgestoppt zu werden, kann der Stopp auch da unten belassen werden. Euro, japanische Yen, da ist kein direktes Setup, sind nur Szenarien eingezeichnet. Da hält im Moment noch eine wichtige Marke. Zwar wurde eine andere Marke durchbrochen in den Wochen. Neue Wochenunterstützung. Allerdings hier hält sich jetzt der Markt genau auf bei 117,20. Muss man abwarten, was sich da noch ergibt. Noch hier mit der schönen Bodenbildungsformation, der Ausbruch, da liegt man im Plus. Wie auch schon direkt erwähnt, kann das hier mit dem Ausbruch, weil hier eine dynamische Kerze stattgefunden hat, ein Rücklauf stattfinden. Der fand dann sofort statt. Jetzt sollte im besten Fall natürlich hier die Marke sowieso halten, also der EMA 38 nicht mehr unterschritten werden. Dann sieht das hier gut aus. Kommen wir noch zum Gold. Da gab es die Sell-Trigger-Marke. Dann ist hier der Goldpreis gestern. Man sieht ja hier mit einer monsterbärischen Kerze eingebrochen. Und auch hier gestern schon im Video erwähnt, hier kann sich oder sollte sich Gold leicht erholen können, was es dann auch tat von der 1280 etwa bis 1290 oder 88 erholen oder im besten Fall zu der ausgegebenen Korrekturmarke, die aber ja hier einfach durchbrochen worden ist. Und anschließend, ob es jetzt hier nochmal eine Tief geben muss, bevor es vielleicht sogar nochmal weiter nach oben ausdehnt, ist natürlich sehr abhängig, was nächste Woche passiert und was auch an den Aktienmärkten passiert. Wenn da die Stabilisierung weiter stattfinden kann oder eben der DAX auf 9.800 Punkte geht, dann dürfte hier Gold auch unter die Unterstützung noch fallen. Aber shorten jetzt deswegen nochmal
Hier nicht, da waren die Sellmarke, das passte. Weiter erst, da kommt ein weiteres Szenario erst am Wochenende dann, beziehungsweise eine nähere Betrachtung. Der Hang Seng Index noch zum Schluss. Da hat die Schluss der Stopp gehalten, allerdings keine wirkliche Dynamik kam am heutigen Tag auf. Kaufpanik auch nicht, Verkaufspanik auch nicht. Der Nikkei konnte sich zwar auch von den Tiefständen erholen, aber liegt noch weit unter der 16.000er Marke. Danke fürs Zuhören und bis später.